Eines Tages geschah etwas Schlimmes auf unserem Planeten. Einige Zwerge hatten sich zusammengetan und eine Räuberbande gegründet. Sie legten schwere Baumäste auf die Schienen, so dass die Züge halten mussten. Dann raubten sie die Züge aus, indem sie die Waldbeeren und Entengrütze sowie die Kleidungsstücke stahlen, die auf den Güterwagen geladen waren, und schleppten sie fort. Da diese Banditen gemein waren und jeden, der sich wehrte, am Kragen packten und durchschüttelten, traute sich niemand dagegen etwas zu unternehmen. Das Problem wurde so schlimm, dass wieder eine Zwergenversammlung stattfand. Alle Zwerge des Planeten, bis auf die Banditen, nahmen daran teil. Pirlipuz durfte auch an der Sitzung teilnehmen. Zunächst wurden Gründe dafür gesucht, weshalb die Banditen so etwas machten. Folgende zwei Gründe wurden genannt. Erstens, die Banditen sind einfach faul und wollen die Waldbeeren nicht selbst pflücken, die Entengrütze nicht selbst herstellen und auch um die Kleidung zu machen, sind sie zu faul. Zweitens, die Banditen sind deshalb Banditen, weil ihnen langweilig ist. Anstatt immer nur mit dem Zug in der Gegend herumzufahren, finden sie es viel spannender, Züge auszurauben. Nach langem Hin und Her überlegten alle und die meisten Zwerge waren der Meinung, dass der zweite Grund wohl der wahre Grund für die Zwerge war, die Züge zu überfallen. Plötzlich hielt Pirlipuz eine kleine Rede, die bei den Zwergen begeisterte Zustimmung fand. Pirlipuz sagte: Ich glaube, ich kann sogar beweisen, dass die Zwerge die Züge nur aus Langeweile überfallen und nicht, weil sie zu faul sind. Denn wenn sie zu faul sind, dann wären sie auch zu faul, die Züge zu überfallen. Ein Zug zu überfallen ist nämlich bestimmt anstrengender, als Waldbeeren zu pflücken, Entengrütze herzustellen oder Kleidung zu machen. Wenn die Banditen aber nur Langeweile haben, so müsste man etwas tun, damit sie keine Langeweile mehr haben. Und die Zugüberfälle hörten dann bestimmt auf. Ich schlage vor, dass wir die Banditenzwerge gemeinsam suchen und sie hier zum Versammlungsort herbringen. Dann sagen wir ihnen, dass wir ihnen ein Theatergebäude bauen wollen, wo sie spannende Theaterstücke aufführen dürfen. Dann hätten sie keine Langeweile mehr und wir alle hätten ein schönes Theater. Nachdem Pirlipuz zu Ende gesprochen hatte, suchten alle Zwerge gemeinsam den Wald ab, um die Zwergenbanditen dort zu finden. Und sie fanden sie auch. Sie schämten sich, als sie entdeckt wurden, und freuten sich, dass sie nun als Theaterzwerge keine Langeweile mehr zu haben brauchten. Seit dieser Zeit gibt es nun also ein eigenes Theater auf unserem Planeten. Ich lebte nun in einem schönen Spielzeughaus. Mein Bruder wohnte im Haus nebenan. Jeden Morgen stand ich auf und aß erstmal zum Frühstück. Dann fuhr ich mit dem Zug zum Alten Pilz. Doch eines Tages stieg ich in den falschen Zug, und zwar in den Zug, der von morgens bis abends durch den Wald fährt. Als ich am Abend an die Endstation kam, dort wo die Wüste beginnt, übernachtete ich mit den anderen Zuggästen in einem Hotel, das an dieser Stelle extra zu diesem Zweck gebaut worden war. Am Morgen wollten wir dann mit dem Zug wieder zurückfahren. Doch ich konnte nicht einschlafen. Die ganze Nacht überlegte ich mir, wohin die Wüste wohl führt. Ich hatte große Lust, unseren ganzen Planeten einmal zu erforschen.